Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part ging es los mit dem zweiten Gerichtstag, wo wir uns jetzt schon nicht nur mit Beweisfotos, sondern diesmal auch ein Beweisvideo rumschlagen mussten. Das will ich mal vielleicht mal kurz zeigen, denn ich werde ja auch aktuell gefragt, hier würde die Verteidigung bitte den relevanten Beweis vorlegen, nicht bei dem Video, was denn das sein könnte, was da aus der Kamera so rausgefallen ist. Wenn wir vielleicht mal kurz wechseln, mal ganz kurz. So, wir dann gleich nochmal sehen. Ich habe da nämlich auch schon eine bessere Idee. Weil ich habe ja im letzten Part am Ende dann noch vermutet, dass es irgendwie vielleicht der Ausweis oder sowas sein könnte oder irgendein anderes Schriftstück, was halt aussieht wie Papier. Aber ich glaube, es ist was anderes. Wir uns dann gleich noch genauer ansehen. So. Okay, dann haben wir jetzt dann nämlich auch erkennen können, dass es gar nicht unbedingt Papier sein muss, dass es auch was anderes gewesen oder hätte gewesen sein können. Übrigens, ich werde mal kurz was anderes zeigen, was mir da mittlerweile auch aufgefallen ist. Denn achtet mal auf die Flagge vom Blue Badger. Es ist nämlich einfach immer volles Rohr im Weg, denn ich glaube, ich weiß mittlerweile jetzt auch, warum viele von euch den so nervig finden, weil das ist nämlich schon sehr interessant, dass die Flagge immer im Weg ist. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie dann quasi absichtlich, dass das so programmiert wurde quasi, der Blue Badger, dass die Flagge da im Weg sein soll oder so, ist glaube ich einfach nur ein echt doofer Zufall, aber zugleich auch ein Teil total witziger, wie der Blue Badger da einfach hart am Trollen ist, weil die Flagge immer im Weg ist, aber egal. Auf jeden Fall, ich will mal dann kurz wechseln, auf jeden Fall. Ich werde dann gleich eben präsentieren, ja. Was war das für ein Isolator in der Schranktür? So, denn ich habe da jetzt eine viel bessere Idee, was dann als Isolator dienen könnte, was auch in der Realität ganz häufig als Isolator bei sowas dient, nämlich Gummi. Genau, ein Gummihandschuh hier. Und das sah auch wirklich ein bisschen so aus, als war das nicht einfach nur Papier, sondern es hätte das noch irgendwie halt da andere Wölbungen und sowas drauf. Deswegen könnte dann wirklich der Gummihandschuh gewesen sein. Und den haben wir ja entsprechend dort in der Beweiskammer auch am Tatort gefunden. Deswegen, es würde alles Sinn machen und dann dürfte es, denke ich mal, das sein. Der ist auch übrigens sehr dünn, weswegen man den da auch dazwischen stecken könnte. Also dürfte alles passen. Ja, nee, ich will präsentieren. Ich habe mich verdrückt. Ich will. Hallo? Wir präsentieren machen. Danke. Nimm das! Ich fand dies beim Schrank. Ein dünner Gummihandschuh. Aber wir wissen nicht, ob er im Schrank des Opfers war. Auf dem Handschuh ist ein Schild, auf dem Fall SL9 steht. Das Video scheint zu zeigen, wie das Opfer den Schrank öffnet. Aber das ist nicht der Fall. Die Lampe bezeugt das. Am Tag des Verbrechens hätte selbst ich den Schrank öffnen können. Nicht wahr, Wachmeister Meekins? Ja, ne, scheint so. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Sollen wir dann glauben, dass das Opfer, den dieser Zeuge im Beweisraum erstochen hat, nicht Inspektor Goodman war? Ja, ach nee, der war woanders, du Idiot. Lassen Sie sich nicht täuschen, euer Ehren. Ach, Edgeworth, komm schon. Was meinen Sie damit, Herr Edgeworth? Die Verteidigung hat lediglich die Möglichkeit bewiesen, nicht mehr. Das Opfer im Video war Bruce Goodman. Die Anklage wird eine weitere Aussage aufbieten, um das zu beweisen. Ja, was? Wachtmeister Meekins, Ihre Aussage bitte. Sir? Ich bin mir nicht sicher, worauf Sie hinaus wollen. Oh, das meinen Sie. Natürlich! Soll das ein Witz sein? Na schön, Ihre Aussage bitte. Okay. Ist es wirklich so, dass Edgeworth tatsächlich noch glaubt, dass das Goodman war da? Obwohl es überhaupt keinen Sinn macht? Keine Ahnung. Mysteriöser Mann 2. Es gibt noch einen anderen Beweis dafür, dass der Mann Inspektor Goodman war. Um den Beweisraum zu betreten, benötigt man einen Ausweis. Den er halt gestohlen hat, einfach. Wenn ein Ausweis benutzt wird, gibt es einen Eintrag in dem Verzeichnis. Zum Tatzeitpunkt benutzte der Inspektor seinen Ausweis. Ja, dann hat halt der tatsächliche Typ, der es da verteilt hat, den geklaut. Ist noch nicht so schwierig. Ein Ausweisverzeichnis, ich verstehe. Ich habe das Ausweisverzeichnis gleich hier, euer Ehren. Mhm, er hat's auch. Der Ausweis, der um 17.14 Uhr benutzt wurde, gehört dem Opfer. Direkt vor dem Verbrechen, hm? Ja, ohne Zweifel ist dies der Ausweis des Opfers. Aber eines erscheint mir seltsam. Mehrere hundert Fälle waren für einen Transfer vorgesehen. Warum waren so wenige Leute im Beweisraum? Dieser Beweisraum wird nur zur Aufbewahrung spezieller Fälle verwendet. Spezielle Fälle? Fälle, in denen extreme Gewalt und Polizisten verwickelt waren. Wenn ich das nur höre, stehen mir die Haare zu Berge. Hm, mir auch, obwohl es keinen großen Unterschied macht. Nur ein paar Fälle standen hier zum Transfer an und fast alle waren bis 12 Uhr erledigt. Okay, ich verstehe. Fahren wir jetzt mit dem Kreuzverhör fort. Okay.
Dann habe ich jetzt auch bei seiner Aussage erstmal nichts erkannt, weil ich natürlich noch aktuell nicht beweisen kann, dass derjenige, der sich verkleidet hat, weil ich bin mir immer noch sicher, das war nicht Gruppmann, das war jemand anderes, dass sich derjenige halt den Ausweis einfach gestohlen hat oder so. Das wär doch jetzt nicht unmöglich, oder? Sich den zu klauen einfach. Das wäre sogar eine der einfacheren Aufgaben, würde ich fast schon denken. Aber okay. Es gibt noch etwas anderes, das beweist, dass der Mann Inspektor Goodman war. Moment mal! Im Gegensatz zu Ihrer letzten Aussage glauben Sie, dass diese nun wasserdicht ist? Ja, dicht wie Öl. Wenn meine Hand nur nicht verbunden wäre, würde ich sogar das V-Zeichen für Sieg machen. Könnte er das nicht einfach mit der rechten Hand? Hören wir ihn an. Der Zeuge darf sich aber keine weiteren Fehler mehr erlauben. Um den Beweisraum zu betreten, benötigt man einen Ausweis. Moment mal. Ist die Karte, die da um Ihren Hals hängt, einer dieser Ausweise? Ja, die Karte gleich neben meinem Kragen. Ich trage sie dort, damit ich sie nie vergesse. Aber was, wenn sie jemand stiehlt, ist so offen wie die Karte tragen? Sehr gut, Phoenix, ja, erwähnt schon. Vielleicht sollte ich sie nicht um meinen Hals tragen. Erinnern Sie sich daran, dass meine Krawatte 2 von 3 Mal in der Autotür hängen bleibt, wenn ich aussteige? Das hast du erwähnt, ja? Die anderen Male bleibt mein Ausweis hängen. Statt dass ich meine Tür schließt, erwürgt mich mein... Vielleicht sollte ich ihn einfach in Ruhe lassen. Jedenfalls hat jeder Polizist einen solchen Ausweis. Sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaft können das bezeugen. Fahren Sie bitte mit Ihrer Aussage fort. Wenn ein Ausweis benutzt wird, gibt es einen Eintrag in einem Verzeichnis. Moment mal. Halten wir fest, dass dies der Eintrag ist, auf den sich der Zeuge bezog. Lassen Sie sehen. Ja, das ist er. Inspektor Goodman. Was ist los? Demnach? Herr Edgeworth, Ihr Name steht hier drauf. Verbeugt sich. So ist es, Euer Ehren. Nicht schon wieder dieser Staatsanwalt. Er war's. Hey, vielleicht steckt er hinter allem. Als Staatsanwalt könnte er Beweise verstecken. Mama, ist der Mann in Blau ein Mörder? Der Mann in Blau. Starr ihn nicht so an. Du hast die falsche Farbe, Kleiner. Ich denke, der Anhörungsausschuss wird sich heute gern wieder mit Ihnen unterhalten wollen. Ich brauche mich wegen meiner Taten oder der Konsequenzen daraus nicht zu schämen. Fahren wir jedoch erstmal mit dem Kreuzfeuer fort. Armer Herr Edgeworth, es muss wirklich schwer für ihn sein. Ja, tut mir auch leid. Wir müssen trotzdem erstmal weiter angreifen. Zum Tatzeitpunkt benutzte der Inspektor seinen Ausweis. Moment mal. Zuvor haben Sie ausgesagt, dass der Mann, als Sie ihn um seinen Ausweis baten, ein Messer zog und auf Sie losging. Ja, das ist schon komisch. Ja, er zeigte mir seinen Ausweis nicht. Finden Sie das nicht seltsam? Ich meine, wenn er seinen Ausweis gehabt hätte, hätte er ihn doch nur vorzeigen brauchen. Es hätte keinen Grund gegeben, ein Messer zu ziehen. Richtig, ja. Vielleicht hat er einfach Panik bekommen. Panik vor dir? Es wimmelt hier von Widersprüchen. Decken wir sie auf. Krieg ich keine weiteren Tipps mehr? Herr Wright, was denken Sie? Ich bin verwirrt. Was? Das Problem mit der Aussage über den Ausweis ist viel zu offensichtlich. Es sieht Edgeworth nicht ähnlich, dass er so etwas übersieht. Warum handeln Sie nicht, statt zu sehr darüber nachzudenken? Ich kriege echt keine weiteren Sachen passieren, keine Anpassungen der Aussage, ich muss einfach präsentieren? Echt jetzt? Okay, da weiß ich jetzt spontan überhaupt nicht, was ich tun muss, aber das Problem ist halt wie gesagt auch, dass wir 24 Beweise, glaube ich, schon haben. Aber das Gute ist ja auch, dass wir jetzt hier nur 4 Aussagen haben. Okay, lass mal kurz überlegen. Welche von den Aussagen ist denn am ehesten widersprüchlich? Es gibt noch etwas anderes, das beweist, dass der Mann Inspektor Goodman war. Ja, ist okay. Um den Beweisraum zu betreten, benötigt man einen Ausweis. Ja, das könnte natürlich schon auch sein. Ja, das fällt mir auch gerade auf. Wenn wir jetzt annehmen würden, dass derjenige, der sich als Goodman ausgegeben hat, dass der dem echten Goodman den Ausweis gestohlen hätte, dann hätte er ja auch keinen Grund gehabt, das Messer zu ziehen. Er hätte ja auch dann einfach halt den Ausweis von Goodman zeigen können. Weil dann hätte ihm ja der Meekins geglaubt, dass es tatsächlich Goodman ist, mit dem er da gerade spricht, wenn er auch so ein bisschen verhüllt war und sowas. Deswegen, wenn er den Ausweis gestohlen hätte, hätte er den ja auch einfach vorzeigen können. Hat aber nicht gemacht. Was mir dann vielleicht sagt, dass er den Ausweis doch nicht hatte und dass der irgendwie anders reinkam. Was ja nicht unmöglich wäre, weil wir haben ja auch schon gesehen, dass dann dieser Verkleidungskünstler, dass er auch schon in den Safe da zum Beispiel reinkam, obwohl der gar nicht ihm gehörte. Deswegen am ehesten vielleicht das dann. Wenn ein Ausweis benutzt wird, gibt es einen Eintrag in einem Verzeichnis. Das stimmt, das ist richtig. Und zum Tatzeitpunkt benutzte der Inspektor seinen Ausweis.
Das stimmt an sich auch so irgendwie. Ich möchte mal am ehesten vielleicht dann hier präsentieren, weil jetzt die Frage was. Um den Weißraum zu betreten, benötigt man einen Ausweis. Kann ich das irgendwie, oder auf jeden Fall kann ich jetzt da irgendwie da einen Widerspruch finden. Also hier auf der ersten Seite ist, glaube ich, nicht wirklich was. Und das hier war ja alles für den anderen Fall. Deswegen ist, glaube ich, auch eher weniger. So, das Ausweisverzeichnis. Ausweise aller Besucher des Beweisraums am 21.02. Drücken Sie hier, prüfen für Details, ja. 21. Februar. Was mich immer noch stört, ist halt hier diese 7 da oben. Diese 7 mal die 7. Die sind immer noch mega komisch, finde ich. Aber okay. Fingerabdruckset? Nein. Schraubenzieher. Weiß aus früheren Fall auf Antrag Gens wieder in sein Büro gebracht. Kann ich mit dem Schraubenzieher irgendwas anstellen? Ja, es ist einfach so, dass die Tür aufgebrochen wurde. Oder so. Das macht aber auch keinen Sinn, da man das ja bemerkt hätte, wenn die Tür zum Beweisraum aufgebrochen worden wäre. Deswegen ist, glaube ich, jetzt auch eher weniger. Achso, hier der Verlustbericht natürlich. Ja, okay. Dann würde es natürlich schon irgendwie doch Sinn machen, dass dann doch sein Ausweis gestohlen wurde. Ja, weil nämlich der einen Verlustbericht beantragen wollte, dass halt sein Ausweis abhanden gekommen ist. Es war auch am 21. Februar, deswegen kann das vielleicht doch das. Du musst doch woanders präsentieren. Warte mal kurz. Was sagt er jetzt noch alles? Blablabla. Um den Weißraum zu betreten, benötigt man einen Ausweis. Dann ist es vielleicht doch so. Wenn ein Ausweis benutzt wird, gibt es einen Eintrag. Und zum Tatzeitpunkt benutzte der Inspektor seinen Ausweis. Okay, dann würde ich, glaube ich, sogar hier präsentieren wollen. Und zwar dann den Verlustbericht, oder? Das ist aber jetzt nicht eindeutig der Widerspruch. Da wir ja auch nicht wissen, und da ja auch Phoenix nicht wissen kann, was denn Goodman da eigentlich verloren hat. Aber es ist schon relativ wahrscheinlich, dass es der Ausweis war. Es ist nicht sicher, aber es geht in die Richtung. Deswegen könnte es doch dann sein, oder? Habe ich noch hier beim Plan vom Beweisraum eigentlich irgendwas? Nee, eigentlich auch nicht. Ich will aber ganz kurz die anderen Beweisstücke auch durchgehen. Ein Gummihandschuh. Oder ist es halt vielleicht doch so, dass ich jetzt... Ja, das ist jetzt nicht so einfach. Oder ist es doch so, dass ich doch, wie ich schon vermutet hatte, hier präsentieren muss, dass man auch doch ohne einen Ausweis da reinkommt. Wenn man nämlich wieder mal dann halt da so ein Gummihandschuh da zwischen die Sensoren irgendwie steckt, dass man dann einfach so reinlaufen kann oder sowas. Das könnte nämlich schon auch irgendwie sein. Dass ich jetzt nochmal den Gummihandschuh präsentieren muss. Das ist aber auch irgendwie komisch, finde ich. Ich weiß nicht sicher, wie gesagt, aber ich darf jetzt erstmal, jetzt will ich so machen, dass ich den Verlustbericht da präsentiere. Wenn das falsch ist, dann vielleicht nochmal den Gummihandschuh, aber jetzt dann erstmal den Verlustbericht. Das ist zwar, wie gesagt, jetzt nicht sicher und kein eindeutiger Widerspruch, aber es führt in die richtige Richtung. Und das ist ja manchmal auch schon ausreichend. Mal gucken, ob es hier ausreicht. Ja, hört sich gut an. Warten Sie einen Augenblick, Wachtmeister Meekins. Ich bin nicht gut im Warten. Ich habe hier den Ausweis des Opfers. Ich fand ihn am Tatort. Und das ergibt einen Sinn. Wenn ich Tatort sage, rede ich nicht vom Beweisraum im Polizeirevier. Ich rede vom anderen Tatort. Die Tiefgarage der Staatsanwaltschaft. Euer Ehren, ich habe noch einen Beweis, den ich zeigen möchte. Es handelt sich um einen sehr wichtigen Hinweis zum Ausweis des Opfers. Ein Verlustbericht? Er ist nur halb ausgefüllt. Aber er zeigt, dass der Inspektor an dem bewussten Tag etwas verloren hat. Es war wichtig genug, dass er diesen Bericht ausgefüllt hat. Lassen Sie mich raten. Sie glauben, dass dieses Etwas sein Ausweis war, richtig? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Am Tag des Verbrechens hatte Inspektor Goodman seine Karte nicht dabei. Ruhe, Ruhe. Dann finde ich es aber immer noch komisch, weil, wie gesagt, dann ist ja wahrscheinlich so, dass halt dann der andere die gestohlen hat, deswegen war sie ja weg. Aber warum hat er dann Meekins nicht einfach den Ausweis gezeigt? Warum hat er dann das Messer gezückt? Das verstehe ich nicht ganz, keine Ahnung. Ruhe, Ruhe. Also, was hat das alles zu bedeuten? Es kann nur eines bedeuten. Dazu bedarf es keiner großen Fantasie. Der Mann, den Wachtmeister Meekins im Beweisraum antraf, war nicht Inspektor Goodman, sondern der Mann, der seinen Ausweis gestohlen hat. Ruhe, Ruhe, Ruhe! Möchte die Anklage dazu Stellung nehmen? Ich möchte der Verteidigung nur eines sagen. Bravo, Herr Wright. Oh, danke. Bravo? Erlauben Sie mir, die Argumentation der Verteidigung zusammenzufassen. Um 17.15 Uhr am Tag des Verbrechens war der Mann, den Wachtmeister Meekins im Beweisraum traf, nicht Inspektor Goodman. Es gibt zwei Gründe, die dafür sprechen.
Erstens war das Fach im Beweisraum bereits offen. Zweitens hatte das Opfer seinen Ausweis verloren. Ja, und drittens wäre es unmöglich, wenn es er wäre. Ganz einfach. Stimmt das soweit, Herr Wright? Ja. Was hat er vor? In diesem Fall kommen wir unvermeidbar zu einem bestimmten Schluss. Wenn das Opfer in diesem Video falsch ist, dann ist der Mord im Beweisraum ebenfalls falsch. Mit anderen Worten, die Überwachungskamera zeigt nicht den Mord. Das ist... Nun, ich glaube, das stimmt. Ist alles in Ordnung, Herr Wright? Vor wenigen Augenblicken noch zeigten Sie zufrieden mit dem Finger herum. das ist nicht gut. Ja, was hat er jetzt vor? Nun, jetzt scheinen Sie endlich zu verstehen. Ich verstehe es noch nicht, worauf du hinaus willst. Was Sie so lange beweisen wollten. Erklären Sie das, Herr Edgeworth. Die Verteidigung hat bereits alles erklärt. Das Opfer in diesem Video ist falsch. Und das heißt, der Mord ist nicht im Polizeirevier um 17.15 Uhr am Tag des Verbrechens passiert. Also, das Verbrechen kann nur an einem Ort stattgefunden haben. In der Tiefgarage. Achso, weil jetzt wieder Lana in die das alles in die Schuhe schieben will. Der Staatsanwaltschaft. Also der Staatsanwaltschaft. Und der Mörder war Frau Lana Sky, die Angeklagte. Die Beweise sind eindeutig. Ein vertrauenswürdiger Zeuge beobachtete, wie die Angeklagte die Mordwaffe benutzte. Na. Ja, aber es ist ja trotzdem sehr komisch, dass sich da jemand als das Opfer ausgegeben hat. Und das wird er jetzt einfach so unter den Teppich kehren, oder wie? Ich wusste doch, dass diese Aussage viel zu schwammig war. Es war eine Falle, von Anfang an. Was im Beweisraum passierte, lässt noch viele Fragen unbeantwortet. Wer genau war das Opfer, dem Wachmeister Meekins begegnete? Und wohin ist diese Person verschwunden? Aber der Sinn dieser Verhandlung ist die Untersuchung des Mordes an Inspektor Goodman. Ganz genau, euer Ehren. Herr Wright! Sie müssen was unternehmen, oder Lana? Was mache ich nur? Wie soll ich aus diesem Schlamassel rauskommen? Hm, vielleicht abwarten. Nein, Einspruch! Einen Moment, euer Ehren. Ich weiß jetzt nicht genau, auf was wir jetzt gleich hinaus wollen, weil es gibt einige Sachen, die komisch sind und die da total dagegen sprechen, gegen das, was Edgeworth gerade gesagt hat. Aber mal gucken. Was ist, Herr Wright? Sagen Sie mir nicht, dass Sie Einspruch gegen Ihren Beweis erheben. Natürlich nicht. Aber ich bin dem Staatsanwalt beinahe in die Falle gegangen. Wovon reden Sie? Dieses Kreuzverhör hat nur eines bewiesen. Das Überwachungsvideo zeigt nicht den eigentlichen Mord. Aber das heißt nicht, dass es nicht mit dem Mord in der Tiefgarage zusammenhängt. Ach, okay, jetzt holt er seine Trumpfkarte. Insbesondere, da große Mengen Blut im Beweisraum gefunden wurden. Die Verteidigung fordert eine genaue Untersuchung der Angelegenheit. Herr Edgeworth? Ja, euer Ehren. Wenn dieses Gericht die Sache weiter untersucht, sind neue Zeugen notwendig. Ist die Anklage darauf vorbereitet? Es tut mir leid, euer Ehren. Die Anklage betrachtet den Fall im Polizeirevier als unabhängig. Nein, das ist nicht unabhängig. Da hat sich jemand als das Opfer in deinem Fall verkleidet. Das ist doch... Das hat natürlich was damit zu tun. Wir haben keine weiteren Zeugen für diesen Vorfall vorbereitet. Das könnte meine Chance sein. Es ist an der Zeit, einen gewissen Texas Ranger in den Zeugenstand zu rufen. Herr Wright, meinen Sie... Euer Ehren, die Verteidigung würde gern einen besonderen Zeugen aufrufen. Oh, wen haben Sie denn im Sinn? Jemanden, von dem wir annehmen, dass er die Wahrheit kennt. Die Wahrheit hinter dem Vorfall im Beweisraum. Die Anklage verlangt, den Namen dieser Person zu erfahren, bevor sie entscheidet, ob sie zustimmt. Na schön, Herr Wright. Diese Person, die Sie gern als Zeuge aufrufen möchten, wie ist Ihr Name? Darf ich sogar aussuchen? Okay. Ich kann da keine Fehler machen. Ich würde deswegen mal ganz gerne absichtlich Quatsch antworten wollen, um es nochmal zu sehen. Und zwar, die quatschigste Antwort ist wahrscheinlich Goodman. Herr Wright, ich werde nicht so weit gehen und Sie nach dem Warum fragen. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn noch keine klare Verzögerungstaktik gesehen. Herr Wright, erinnern Sie sich nicht mehr, was Sie heute Morgen sagten? Sie wissen doch, Ihr Ass im Ärmel. Stimmt, die verdammten Fingerabdrücke aus dem Beweisraum.
Das ist meine Chance, ihn zum Reden zu bringen. Das war ja auch gerade mit Texas Ranger überhaupt nicht offensichtlich. Aber ich wollte da absichtlich mal kurz Quatsch machen. So, hätte auch sein können, dass wir Goodman vielleicht jemanden Toten aufrufen wollen. Warum denn nicht? Nicht, weil ich meine, Mia war auch schon häufiger hier und sie ist auch tot. Deswegen warum denn nicht? Aber nee, ich will dann doch eher hier Marshall nehmen. Wachtmeister Jake Marshall. Warum ihr? Ich kann jetzt noch nicht alles wissen lassen. Er ist für den Beweisraum zuständig. Er soll sagen, was er zu sagen hat. Okay, er will seine Trumpfkarte noch nicht ausspielen erstmal. Die Anklage ist mit dem Antrag der Verteidigung einverstanden. Da er für die Bewachung des Raumes zuständig war, sollten wir seine Aussage anhören. Glücklicherweise arbeitet er im Polizeirevier. Es sollte daher nicht länger als 20 Minuten dauern, ihn in den Zeugenstand zu rufen. Sehr schön. Das Gericht zieht sich für 30 Minuten zurück, während der Zeuge vorgeladen wird. Würde die Anklage den Zeugen bitte in dieser Zeit holen lassen? Das werden wir, euer Ehren. Das Gericht zieht sich zurück. Okay. So, erstmal Pause. Nichts kann Sie aufhalten, nicht wahr, Herr Wright? Hä? Wie meinen Sie das? Sie haben Jake Marshall aufgerufen. Es scheint, als hätten sie alles herausgefunden. Ich habe überhaupt nichts herausgefunden. Lana, du bist diejenige, die alles weiß. Emma. Du weißt doch immer alles. Warum sagst du es nicht? Herr Wright versucht alles, um dich zu beschützen. Ich kann mich nicht entsinnen, ihn jemals um seinen Schutz gebeten zu haben. Wie kannst du nur so abweisend sein? Vertraust du uns etwa nicht? Vertraust du mir nicht? Ich möchte euch nicht unterbrechen, Leute! ich schätze, das tue ich. Ich komme später nochmal. Auch Gamschuh. Oh, Inspektor Gamschuh, was ist denn? Ich habe übrigens noch immer nicht verstanden, warum das die Lana eigentlich macht, weil ich meine, die Lana ist ja offensichtlich nicht schuldig. Und das weiß sie ja auch selber, logischerweise. Aber trotzdem will sie halt die Schuld auf sich nehmen. Und warum sollte man denn freiwillig die Schuld eines Mordes auf sich nehmen wollen? Da gibt es jetzt nicht wirklich so viele Gründe, warum man das tun sollte. Ehrlich gesagt, deswegen bin ich schon gespannt, was da ihre Motivation dahinter ist. Sie haben vielleicht Nerven, Junge, einen Inspektor im Dienst zu herumzuscheuchen. Und obendrauf bestellen sie mich ja her. Was sind denn das für Grabesminen? Tut mir leid, Inspektor. Und das sollte es auch, Kleine. Ganz ruhig. Sie habe ich ja gar nicht gesehen, Frau Sky. Ist schon in Ordnung. Also, haben Sie dabei, worum ich Sie gebeten habe? Oh. Oh, ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Sie meinen das hier, oder? Es tut mir leid, Inspektor. In meiner derzeitigen Lage war ich bei meiner Bitte gezwungen, Herr Wrights Namen zu benutzen. Meinen Namen? Nicht in einer Million Jahre hätte ich erkannt, dass Sie mich gefragt haben. Würden Sie mir die Akten zum Fall SL9 bringen? Ich brauche sie bis Mittag. Das ist verrückt. Der Fall SL9? Aber Lana, das ist... Ich dachte mir, Herr Wright könnte sie gebrauchen, also habe ich sie holen lassen. Hier, es könnte helfen, wenn Sie sie lesen. Gott. Ich kann nicht glauben, dass hier Frau Lana Sky Zeugin in diesem Fall waren. Frau Sky war Zeugin? Na, die sollten wir uns auf jeden Fall durchlesen. Aber das ist sehr viel zu lesen. Glauben Sie mir, Sie wollen gewiss nichts mit Serienmorden zu tun haben. Ich soll mal gleich kurz angucken, was ich da alles so lesen kann. Und wir haben die vierte Seite angefangen. Toll. So, Akten der Darke Morde, Dark Mord, was für ein Ding? Aufgeklärt vor 2 Jahren, also aufgeklärt in Anführungszeichen. Drücken Sie prüfen für Details. Okay, 4 Seiten haben wir. Okay, lass mal kurz angucken. Abgeschlossen. Täter Joe Dark, also achso, okay, alles klar, deswegen Darke Morde, quasi. Tat Serienmord, Strafe, Todesstrafe. Opfer, okay, einige Opfer. Edward Jones, Jason Knight, Edith Kirby, Rachel Moss, Jeb Bates und Neil Marshall. Okay. Neil Marshall ist der auffälligste, wie ich finde. Neil Marshall. Wir kennen ja Jake Marshall. Ich könnte mir vorstellen, dass die was miteinander zu tun haben. Vielleicht dann der Vater oder Bruder oder sonst irgendwas. Prozessdaten. 26.02. bis 28.02. Auch sehr, sehr nahe des aktuellen Zeitraums. Kläger Miles Edgeworth, Zeugen Lana Sky und Emma Sky sogar auch. Achso, okay, das wusste ich auch gar nicht genau. Ermittler, Damon Gant und Lana Sky. Und Hauptermittler,
Bruce Goodman und Ermittler Jake Marshall und Angel Starr. Okay, ja, das haben wir ja schon gewusst, dass die da alle auch was damit zu tun hatten. Und ja, am interessantesten finde ich hier den Neil Marshall. Aber okay. Ja, passt. So, weiter. Wie bitte? Erst durfte ich den Laufburschen spielen und jetzt werde ich ignoriert? Emma, aber warum... Warum steht dein Name hier drin? Ja. Was? Mein Name steht da drin? Ach, du weißt gar nicht, auch gar nichts davon? Ich weiß es nicht. Es sei denn... Nein, das kann nicht sein. Lana. Dieser Fall SL9 ist das... Das ist das Aktenzeichen, unter dem die Polizei den Fall abgelegt hat. Vor 2 Jahren kannte der Rest der Welt ihn unter dem Namen... Die Joe Dark-Morde. Die Joe Dark? Nein, nein, Lana. Das ist vorbei. Nein! Ist es umgekippt? Emma, warte, sie ist weggerannt. Wissen Sie was? Mir ist gerade eingefallen, ich muss auch weg. Tut mir leid, Junge, aber ich muss los. Jake Marshall, Angel Starr, Damon Gant, Miles Edgeworth. Ganz zu schweigen von Lana und Emma. Alle, die in den jetzigen Fall verwickelt sind, hatten mit dem damaligen Morden zu tun. Das kann kein reiner Zufall sein, nee, auf gar keinen Fall. Wie ich Sie kenne, könnten Sie es herausbekommen. Zeit für die Verhandlung, Herr Wright. Viel Glück. Ich will noch mal was kurz nachgucken, aber es wäre mir doch aufgefallen, oder? Stand da auch jemand mit Sky dabei? Bei den Opfern? Nee, oder? Das hätte ich ja gemerkt. Nee, was er jetzt auch eher vermutet, weil Lana und Emma haben ja keine Eltern mehr, meine ich. Und deswegen, vielleicht hätte man dann denken können, dass die auch da rumgekommen sind. Hier. Weil das hat ja auch jetzt Emma sehr mitgenommen. Aber habe ich jetzt hier bei den Opfern hier nichts erkennen können mit Sky hinten? Hm, keine Ahnung. Ich sollte mir diese Akte lieber genauer ansehen. Ja, wirklich sehr interessant. So, ich speichere wieder mal nicht. Gut, Pause ist vorbei. Und weiter geht's. Wir haben zwar noch wieder nicht die halbe Stunde erreicht, aber ich finde, es ist wieder ein sehr guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Ich mach's deswegen auch. Also würde ich dann erstmal sagen, Leute, was ist dann hier auf diesem Part von Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney? Beim nächsten Mal geht's dann jetzt nach der Pause wieder weiter. Jetzt mittlerweile dürften sie ja dann den Jake Marshall aufgetrieben haben. Und jetzt dürfen wir da mal den ein bisschen verhören. Und ich bin immer noch nicht ganz sicher, was ich jetzt davon halten soll, dass wir jetzt halt von ihm da auch dann die blutigen Fingerabdrücke gefunden haben. Ich würde mal vermuten, dass Phoenix wahrscheinlich jetzt aktuell denkt, und Emma vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, dass es dann Marshall war, dass er der Täter vielleicht war. Aber ich glaube eigentlich fast eher, dass es irgendwas anderes dann zu bedeuten hat. Ich würde am ehesten immer noch vermuten, dass es hier der Damon Gant war. Auf jeden Fall der Schuldige, würde ich immer noch am ehesten vermuten. Er könnte vielleicht auch doch der Marshall sein, weil der da auch was zu tun hatte mit dem Fall damals. Mit dem Fall SL9 auch und deswegen auch heute noch. Deswegen könnte schon vielleicht auch sein, keine Ahnung. Wir werden schon noch alles auf jeden Fall genauer sehen. Okay. Und auf jeden Fall würde ich mich dann noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, das ist dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.